Hallo und herzlich willkommen live bei Eurosport, beim Tennis. Na klar, Sonntag heißt der Finaltag bei den Damen. Wir sind auf Amelia Island, Borsch Lomb Championships. Zum 25. Mal findet dieses Turnier hier im Plantation Club statt. Und die amerikanischen Ausrichter sind mehr als zufrieden und glücklich, dass die Titelverteidigerin auch in diesem Jahr wieder im Finale ist. Und dann kommt sie auch noch aus den Staaten, nämlich Lindsay Davenport, die Weltranglistenerste, gegen die Italienerin Silvia Farina. Elia. Kurz der Blick zurück zum Halbfinale von gestern. Dort die Neuauflage des vergangenen Jahres. Auch dort spielten Davenport und Petrova gegeneinander. Die Russin hier im Vordergrund, 22 Jahre jung. Letztes Jahr ging es über drei Sätze. Da gewann Petrova den ersten Satz, spielte unglaubliches Tennis, ließ die Amerikanerin laufen. Nur in diesem Jahr, da spielte die Amerikanerin, wie heißt es dann so schön, Katz und Maus, 17 Minuten. Der erste Satz mit 6:0 an die Weltranglistenerste in der 63. Woche. Mittlerweile hält sie diese Position inne, wohlgemerkt nicht in Folge, sondern zum sechsten Mal hat sie diese Position in ihrer Karriere inne. Der zweite Satz bis zum 3-beide sehr, sehr ausgeglichen, interessant. Am Ende wurde es dann ein 6-0, 6-3 nach genau 48 Minuten. 29 direkte Gewinnschläge bei nur 11 vermeidbaren Fehlern. Davenport erneut im Finale. Gegen Silvia Farina Elia, 32 Jahre alt. Nur Conchita Martinez, die hier auch am Start war, älter, nämlich nochmal mit 11 Tagen mehr, mit 32 Jahren, 11 Monaten. Beide haben jetzt im April Geburtstag. Und sie spielte gegen die Halbfinalistin Virginie Razzano aus Frankreich. Denn die hat hier richtig toll aufgetrumpft, bezwang in Folge Molek, Sugiyama und Zvonarev. Zvonareva, wohlgemerkt, in unglaublichen Spielen, hatte hier aber in diesem Halbfinale keine Chance gegen die erfahrene, routinierte Silvia Farina Elia, die zum ersten Mal das Finale hier auf Amelia Island erreicht. Aber dennoch für die Französin ein prima, ein feiner Erfolg. Klar, ist bei dem Halbfinale, will man auch das Finale erreichen, aber sie ist zurück. Das Jahr 2004 lief nicht für sie, da war sie durch Verletzungen gehandicapt. So, das ist das Live-Bild und da haben wir die Italienerin. Ja, sie hat jetzt im April Geburtstag und zwar am 27. Die Spanierin Conchita Martinez, die ich angesprochen habe, am 16. April. Beide Baujahr 72, also sie wird 33 Jahre alt und ist damit 5 Jahre älter als Lindsay Davenport. Unvorstellbar. Sie steht zum ersten Mal in ihrer Karriere hier im Finale. Sie spielt das 13. Finale ihrer Karriere. 3 hat sie gewinnen können und zwar alle in einer Stadt. Und zwar in der Heimat in Straßburg. Und die auch noch alle in Folge 2000, 2001 und 2002. Und dort gab es 2004, weil wir das hier gerade sehen, eine ganz bittere Niederlage gegen Lindsay Davenport im Halbfinale beim 2-6 und 0-6. Das war übrigens der einzige Vergleich von den bisherigen 7 Spielen, die die beiden bestritten haben, auf diesen Belag. Und da hatte die Italienerin überhaupt keine Chance, konnte einmal gegen die Amerikanerin gewinnen. Das liegt mittlerweile aber auch schon 2 Jahre zurück. Das war in Eastbourne, dort auf Rasen im dritten Satz mit 7-6. Ansonsten die Amerikanerin meistens auf Hardcourt. Sehr, sehr erfolgreich. Ja, Temperaturen, angenehm zu spielen, 21 Grad. Und da steht mostly sunny, schauen Sie sich den blauen Himmel an. Also ich denke, wolkenlos. Wind 24 Kilometer, spürt man hier unten manchmal gar nicht und manchmal doch sehr heftig. Kommt auf die wechselnden und drehenden Winde an. Ausverkauftes Haus, 4.500 Zuschauer. Eine Traumanlage hier am Atlantischen Ozean. Plantation Club, eine halbe Stunde von Jacksonville entfernt. Sind Sie mal in Florida, fahren Sie vorbei, wenn Sie Augen machen. Bauchplätze staunen. Super schön, super angenehm, sehr entspannt alles. Die Damen kommen unglaublich gerne hierhin. Turnier auch Weltklasse besetzt mit Davenport war hier. Ist im Finale. Die beiden Williams-Schwestern, Miskina, Molik, Zvonareva, Petrova, Patti Schnieder, die Schweizerin, recht früh ausgeschieden, und zwar gegen Farina Elia in der dritten Runde, steht dafür aber im Doppelfinale an der Seite von Květa Peschke, spielen gegen Stewart und Stosur im Anschluss an dieses Finale im Einzel. Also, Favoritin, ich denke, müssen wir nicht drum herum reden, das ist die Weltranglistenerste, Lindsay Davenport. Kann sie ähnlich das abrufen, was sie im Halbfinale gegen Petrova gezeigt hat? Dann wird Farina Elia keine Chance haben. Bei der Italienerin
da würde ich vielleicht noch behaupten, dadurch, dass sie eben auch schon sehr lang im Geschäft ist und mittlerweile, ich glaube, ihr 815. 816. Spiel der Karriere macht, die weiß natürlich, mit solchen Situationen umzugehen gegen diese Top-Leute. Im Finale allerdings ist immer wieder eine ganz andere Geschichte und es ist erst ihr 13. Zum Vergleich, Lindsay Davenport spielt ihr 85. ihrer Karriere. Sie könnte sich Titel Nummer 47 holen und sie beginnt. Na klar, wenn sie verteilen kann, wenn sie selber nicht laufen muss, auch auf diesem Belag, unglaublich stark, unglaublich sicher, das haben wir auch gegen Petrova im Halbfinale gesehen. Sie nimmt im Augenblick die Bälle sehr früh, macht viel Druck und vor allem sie geht sehr genau an die Linien heran. Konsequent genug der Flugball. Aber das könnte heute wichtig sein im Spiel der Amerikanerin, dass sie dort eine Mischung findet, dass sie häufiger den Bällen nachgeht. Denn sie weiß, Farina Elia auf Sand, die bewegt sich gut, spielt eine gute Rückhand, obwohl der beste Schlag hier die Vorhand ist. Gut zu erkennen, Farina Elia, die das Spielen auf Sand gewohnt ist. Sicherlich hat dieser Belag eine andere Farbe, auch eine andere Konsistenz als der Belag, den wir so in Europa kennen. Aber sie rutscht in Bälle, sie rutscht viele Bälle aus. Davenport, achten Sie mal drauf, die wird alles auslaufen. Also sollte es wirklich nicht anders gehen, dann wird die Amerikanerin vielleicht auch mal einen kleinen Rutscher hinlegen. Ansonsten, sie ist halt in Kalifornien groß geworden auf Hartplätzen. Aber sie hat eben auch in ihrer Karriere schon Turniere eben auf diesem Belag gewinnen können. Interessanterweise gerade zu Beginn, auch dort, wo eben Farina Elia bislang nur gewann in Straßburg. Dort unter anderem 95 und 96 die Amerikanerin erfolgreich. Ja, die hat sie nun auch schon zweimal gewonnen im vergangenen Jahr und erstmalig 1997. Dort auch gegen eine Europäerin, gegen Marie Pierce. Letztes Jahr war es Amelie Morismo. Thank you.
klar. Sie muss ein gewisses Risiko auch beim zweiten Aufschlag eingehen. Nur hineinmurmeln, das geht nicht gegen Davenport. Glück. Sie jetzt kannte nicht im Spiel, steht sie 0:40. Ja, eine unglaubliche Länge. Das ist beeindruckend. Unfassbar, von außen nach innen gespielt. Da wird auch nicht lange überlegt, sondern sie sieht die Möglichkeit, sie hat die Fähigkeiten und vor allem, das ist ja ganz wichtig bei ihr, sie hat einfach das Vertrauen. Und damit das frühe Break. Schnell die Führung bei 2-0, so begann sie auch im Halbfinale gegen Petrova von gestern. 5 Minuten gespielt, stand 3-0. Nach 17 Minuten war der erste Satz gebucht. Wird ausgegeben. Also Farina Elia kann das Tempo mitgehen. Sicherlich muss sie viel arbeiten und hofft eben dann auf den Fehler der Gegner, denn Punkte herausspielen. Wir haben zwar schon einen gesehen, aber das wird schwierig. Aber sie hat die Breakchancen und das ist natürlich wichtig für die 32-Jährige, damit sie am Anfang hier nicht komplett überrollt wird. Wird ausgegeben. Also 3 Fehler im Spiel von Davenport und Farina Elia schafft sofort das Rebreak gut für dieses Finale, damit es ein interessantes wird. Da sind wir wieder live zurück. 7 Minuten gespielt im Finale auf Amelia Island. Davenport gegen Farina Elia. Das ist der Blick hier. Auf diesen wunderschönen Center Court. Ich bin gespannt, wie die Italienerin konditionell drauf ist. Denn zum einen hat sie ein Spiel mehr bestreiten müssen. Bekam keinen Freilos in der ersten Runde, im Gegensatz zu Davenport, die hier auch an 1 gesetzt worden ist, völlig klar, wenn man die 1 der Welt ist. Und damit war sie 4,5 Stunden länger und mehr auf dem Platz. Das drückt sich dann in Zahlen folgendermaßen aus. Davenport hat für 4 Begegnungen 4 Stunden und 16 Minuten benötigt, also im Schnitt 1 Stunde 4.
Farina Elia für 5 Begegnungen 8 Stunden 40. Im Schnitt 1 Stunde 44. Schauen wir mal, ob sie das locker wegstecken kann. Selbst gestern das Halbfinale gegen Razano 6-1, 6-3. Das war kein Selbstgänger, das dauerte auch 80 Minuten. Steht permanent an der Grundlinie unter Druck, muss zurückweichen. Und das ist die Problematik, dass man nicht selbst zum eigenen Rhythmus finden kann, weil man erstmal damit beschäftigt ist, ja, den Ball im Spiel zu halten. Dann besser. Kaum hat sie die Chance, dann macht sie nämlich das Spiel forciert. Der zweite Herr mit der Kappe in der Mitte, das ist der Ehemann. Darum gibt es ja auch den Nachnamen Elia, den Doppelnamen. Seit 99 sind die beiden verheiratet. Nicht nur der Ehemann, sondern auch der Coach, Francesco. Ja, Lindsay Davenport spielt das einfach so weiter, ob sie nun Aufschlagspiel zuvor verloren hat. Ein eigenes, das interessiert die gar nicht. Das zeichnet eben auch Top-Leute aus. Korrigiert sofort diesen Aufschlagverlust. Das wird nun ihrerseits wieder mit dem Break mit 3-1. Kommt sie natürlich nicht richtig unter den Ball. Ja, wenn sie das häufiger spielen könnte, diese Rhythmuswechsel, dann wird sie eine kleine Chance erhalten.
genau richtig. Den zweiten Aufschlag attackieren, gerne mit der Vorhand Longline gespielt. Die nächste Breakchance nun wieder für die Italienerin. Wäre, wenn es denn passieren würde, das vierte Break in Folge. So ist es. Davenport gibt wieder mal ab zum zweiten Mal. Auch das in Folge. Dennoch hat sie die Führung mit 3-2 hier im Finale in Amelia Island. Ja, natürlich immer willkommen, wenn die Pause da ist, im Schatten zu sitzen. Also, beide Damen mit erheblichen Problemen beim eigenen Aufschlagspiel, sowohl Davenport als auch Farina Elia haben schon jeweils zweimal das Service abgeben müssen. Genau der richtige Ball, zum einen der Lob und dann eben auch über die Rückhandseite. Also der Stopp ist sehr gut, aber grundsätzlich ist es das immer, oder ist es gescheiter, ihn zu spielen, wenn man auf der Grundlinie steht oder im Feld. Beim ersten Mal hat das noch funktioniert, da stand sie auch dahinter, jetzt wieder. Schon hat sie wieder Breakbälle gegen sich. Zu erkennen an den Fahnen oben, der heftig der Wind dort ist. Sehr stark. Selbst mal sehr schnell Druck gemacht. Der Zug mit der Rückhand. Sie öffnet damit das Feld und hat dann eben die Optionen. Farina Elia sagt sie nach, vielleicht spielt sie doch nochmal Longline. Davenport aber sieht das. Crosscourt, Breakchance Nummer 3. Brillant. Das ist perfekt, das ist clever, das ist mit Köpfchen. Yes.
Italienerin bringt eine unglaubliche Prozentzahl erster Aufschläge ins Feld. Die liegt, glaube ich, jetzt bei 75%. Nur ist der erste im Feld, dann macht sie nicht mal bei jedem dritten den Punkt. Noch die vierte Chance lässt sie ungenutzt. Die Perspektive, die könnten wir ruhig häufiger haben, denn da sieht man, mit welchem Tempo gespielt wird. Gute Länge. Nach fünfmal Breakball gegen sich, nun Spielball zum 3-Beide. Zu genau, zu perfekt. Da kann sie arbeiten und laufen. Da bleibt dann nur die Hoffnung, dass die Gegnerin den Fehler macht. Länge, sehr gute Länge. Zweimal. Ja, sie hat sich gefangen. Eindeutig. Ist drin in diesem Finale. Nicht nur, weil sie sehr schnell das Rebreak schaffte zum 1:2, sondern weil sie jetzt auch erstmalig das Aufschlagspiel, das eigene, hält. Dabei fünfmal den Breakball abwehrt. Also Kompliment an die 32-Jährige, die zu Beginn ihrer Karriere, immer wenn sie das Finale erreichte, stets es verlor. Siebenmal in Folge. Ich glaube, ihr Landsmann Cedric Cullin schafft es, glaube ich, 8 oder 9 Mal, bevor er endlich sich einen Titel holen konnte. Da haben wir die Mama von Lindsay, daher der Herr daneben mit der weißen Kappe, das ist der Coach Adam Patterson. Ja, diese Zahl, die steigt im Moment doch ein bisschen rapide an.
die Zahl der vermeidbaren Fehler. Aber das ist nun mal so bei Lindsay Davenport. Sie macht das Spiel, sie diktiert. Und da passieren eben auch diese Fehler. Patterson ist seit März 2003 an ihrer Seite und seit April 2003 John Leach, ihr Ehemann. Bewegt von Davenport, die hat Breakball gegen sich. Und damit die erste Chance für die Italienerin hier, sich eine Führung herauszuspielen. Ja, hat sie sich verspekuliert. Hatte mit dem Aufschlag nach außen gerechnet, weil Davenport gerne, wenn es eng wird, auf der Vorteilseite nach außen spielt. Diesmal durch die Mitte. Schöne Höhe, da geht sie voll drauf. Keine Länge im Return. Kommt auf der T-Linie runter. Mit Mühe. Aber die Amerikanerin hält das Aufschlagspiel und damit die Führung. 4-3 für die Titelverteidigung hier auf Amelia Island. Also da sind wir wieder live zurück hier, Amelia Island, das Finale. Davenport, Farina Elia, 4 Aufschlagverluste haben wir gesehen. Zuletzt aber beide Damen erfolgreich, beide im Aufschlagspiel. Beste Voraussetzungen, 22 Grad, ein leichter Wind, unten hier kaum zu spüren. Schauen wir mal, was uns nun die Italienerin zu bieten hat, die bei 3-4 serviert. Unfassbar. Haben Sie es gesehen? Davenport rutscht aber auch nicht für 5 Pfennig in diesen Ball hinein. Das wird ausgelaufen, das ist einfach so drin, wenn man auf einem Hardcourt in jungen Jahren groß geworden ist. Da fehlt einem das Gefühl dafür. Aber sie ist schnell genug, um sich die Breakchancen herauszuspielen.
in dem Fall heraus zu laufen. Sehr, sehr stark. Vor allem quasi aus der falschen Ecke. Aus der Rückhandecke mit der Vorhand. Diagonal dieser Stopp. Exzellent. Aber das sind genau die Mittel, die sie braucht, um hier Erfolg zu haben. Technischen Möglichkeiten dazu hat sie. Naja, ich hab's ja gesagt. Einen ersten Aufschlag reinzuspielen, mittlerweile ist sie bei über 80% angekommen. Das allein hilft nicht. Er ist dann einfach doch in vielen Fällen zu harmlos. Einmal genau aufs Band. Genauer, besser geht's nicht. Und sie kann auch diktieren. Sie muss nur die Zeit dazu erhalten. Dann ist die Italienerin stark. Mit viel, viel Mühe, aber Farina Elia hält das Aufschlagspiel gleich damit aus. Zum Vierbeide. 34 Minuten in diesem ersten Satz gespielt. Ist in einer prima Verfassung in dieser Woche hier. Hat sie in den Spielen gegen Garbin, Medina Garrigues, Spanien, Schnieder, Schweiz und auch Serena Williams im Viertelfinale bewiesen. Allerdings dazu sagen, dass die Amerikanerin dort nach dem zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben musste. Serena war Mitte des zweiten Satzes umgeknickt, ließ sich behandeln. Das linke Fußgelenk wurde getaped, nachdem sie dann den zweiten Satz im Tiebreak verloren hatte. Mit 7:9 im Tiebreak hat sie gesagt, das war es. Den ersten hatte die Amerikanerin mit 7:5 gewonnen, den zweiten dann eben mit 6:7 abgegeben. Da waren schon 2 Stunden und 3 Minuten gespielt. Und Serena erkannte, dass es dort nicht weitergehen kann. Williams hatte übrigens in diesem Tiebreak, den sie ja mit 7:9 verlor, bei 6:3 dreimal Matchball. Aber die Italienerin kam zurück. Natürlich auch bedingt dadurch, dass sich Williams ganz, ganz schlecht bewegen konnte. Thank you.
Exzellent. Sehr schnell, sehr sicher, sehr souverän. Dieses Aufschlagspiel für Lindsay Davenport, die Führung. 5-4, kurze Pause, dann geht's hier live weiter. Presented by Whirlpool. Da sind wir wieder live zurück und das wird jetzt natürlich ein ganz schwieriges Aufschlagspiel für die 32-jährige gebürtige Mailänderin, lebt seit vielen Jahren aber in Rom bei 4-5. Im letzten Aufschlagspiel hatte sie eine Breakchance gegen sich. Zweimal hat sie ihr Service abgeben müssen und es ist immer eine Geschichte, die wir seit vielen Jahren auf der Tour beobachten können. Wenn man das eigene Aufschlagspiel hat, wir nähern uns einem Satzende, einem Matchende. Da passieren die verrücktesten Dinge. Gearbeitet, gut gelaufen von der Italienerin. Mein Geschmack ist Davenport zu wenig vorn, aber sie hat natürlich hervorragende Grundschläge. 9 von 12 Mal erfolgreich. Ist ausgezeichnet. Aufschlag wird ausgegeben. Schiedsrichter Steve Ulrich. Ja, genau richtig. Das ist schon sehr beeindruckend gespielt von der 32-Jährigen. Beide mit guten Zahlen, dass Davenport mehr direkte Punkte als auch vermeidbare Fehler machen würde, das war klar. Auch die Italienerin mit guten Zahlen dort. Richtig gespielt gegen die Laufrichtung. Sie hält in dieser Phase das Aufschlagspiel gleich aus. 5 beide. Also Kompliment. Sich prima hereingearbeitet, nachdem sie ruckzuck 0-2 hinten lag.
aber dieses Rebreak zum 1-2 aus ihrer Sicht, das war ganz, ganz wichtig. Denn wenn man erstmal 0-3 hinten liegt zu Beginn, nach 6-7 Minuten, dann lässt man schon mal den ersten Satz laufen. Aber so ist alles drin. Läuft den Ball aus. Wichtige Phase. Sie ist unzufrieden, das haben wir gemerkt, die vielen kleinen Selbstgespräche, gerade nachdem sie das 5-5 hat hinnehmen müssen. Dann kommt noch so ein leichter Fehler obendrauf und somit auf einmal Breakchance für die Italienerin. Gefällt natürlich auch nicht Adam Patterson, ihrem Coach. Spielt sie, sei kein Breakball da. Faszinierend. Den Ehemann, Francesco, Elia. Er wird sehr stolz sein auf seine Frau, ob der gezeigten Leistungen bis zu diesem Finale und auch ob der Leistung, die sie bislang hier präsentiert hat. Denn Davenport tut sich schwer, führt aber 6-5. Ich habe zu Beginn des Spiels angemerkt, ich bin gespannt, wie es um die konditionelle Verfassung der 32-jährigen Italienerin aussieht. Denn zum einen ein Spiel mehr auf dem Zettel. Und wenn sie gespielt hat, wie wir es ja auch heute erleben, das sind dann immer lange Auseinandersetzungen. Also dieser erste Satz dauert ja mittlerweile schon 44 Minuten. Zum Vergleich Davenport gestern, das Halbfinale nach 48 Minuten ist sie vom Platz gegangen, nach 6-0, 6-3. Vergleich dort. Farina Elia gegen Razzano, sie hat ein Spiel mehr gemacht, nämlich 6-1, 6-3, brauchte dafür 80 Minuten. Also insgesamt, die Italienerin fast 9 Stunden in diesen 5 Begegnungen auf dem Platz. Davenport ein Spiel weniger und insgesamt nur 4 Stunden 15 auf dem Platz. Also, das muss nichts heißen, aber im Verlauf so einer Woche, wenn die Begegnungen intensiv waren, vor allem auch das Spiel im Viertelfinale gegen Serena Williams 5-7, 7-6. Dann der Abbruch, weil die Amerikanerin verletzt war. Gegen Patty Schnieder den ersten verloren, trotzdem in 3 gewonnen. 2 Stunden 16 Minuten. Irgendwann, möglicherweise, sind die Kräfte weg. Und auch dieser erste Satz hier heute, der bewegt sich. Das ist die Italienerin. Die rutscht, die läuft, die arbeitet. Und im Augenblick hält sie alles offen. Wenn sie das beibehalten kann, dann bleibt sie auch richtig spannend. Beim 4-5 hat die Italienerin das prima gelöst, das Aufschlagspiel. Zu 30 musste nicht über Einstand gehen. Jetzt bei 5-6 ist Ähnliches gefragt. Ja.
kein guter Anfang. 0:30, wenn ich es richtig notiert habe, Doppelfehler Nummer 2. Jawohl, haben wir es. Der bleibt an der Kante hängen. Unfassbar, unfassbar dieser Winkel. Klar, vorgegeben durch den Aufschlag. Aber Davenport wusste, was dort kommt, steht rechtzeitig draußen und hat dann diesen Schlag auf der Pfanne. Satzball. Also am Ende doch Satz 1 an die Titelverteidigerin, die Favoritin und die Nummer 1 der Welt. Nach 48 Minuten 7:5 für Lindsay Davenport. Ihre Favoritin in vielen Bereichen, aber sie tut sich heute schwer im Spiel, im Finale hier auf Emilia Island gegen Farina Elia. Den ersten Satz zwar gewonnen mit 7:5, aber im zweiten liegt sie hinten. Zum zweiten Mal in Folge hat sie Aufschlagspiel abgegeben. Also die Italienerin könnte das ausbauen. Zwei. In diesem zweiten Satz. Genau, die passende Antwort ist sofort der Gegnerin wieder das Aufschlagspiel abzunehmen. Häufig genug passiert in diesem Endspiel. Klar, das Publikum in der Mehrheit auf der Seite von Davenport. Das darf man sicherlich auch keinem übel nehmen. Das Turnier in den Staaten, in Florida. Und die 28-Jährige ist sehr, sehr beliebt. Yeah.
wenn sie rutschen, dieses Gefühl dafür hätte, dort mal hineinzugehen, dann vielleicht mit einer Chance, so nicht. Breakchancen, Farina Elia. Mit dem siebten Ass abgewehrt. Aber es verbleibt ja noch eine. Geht viel Risiko. Geht in jeden Ball voll hinein. Chancen für Farina Elia dahin. Den hatte sie sich vorgenommen. Drückt rechtzeitig rüber, damit sie auf sicher Vorhand spielen kann. Ihr bester Schlag. Zweimal gegen die Laufrichtung. Alles richtig gemacht. Farina Elia wieder mit dem Break von 5-4. Kompliment. Die Italienerin spielt klasse. Spielt sie den guten Konter aus der Defensive und dann dieser vermeidbare Fehler. Die ist rapide nach oben gegangen. Dem gegenüber stehen aber auch 40 direkte Punkte bei Davenport. Thank you.
Lalla mit der Netzkante. Und den hat sie früh gerochen. Breakchance Davenport. Bleiben zunächst einmal in diesem zweiten Satz. Die Titelverteidigerin aus Kalifornien gleicht aus zum 5-Beide zu Beginn. Drei Aufschlagverluste in Folge und jetzt die letzten ebenfalls. Na, das kann ja heiter werden. Nur sollte Davenport jetzt 6-5 in Führung gehen, haben wir genau die gleiche Ausgangssituation, die wir im ersten hatten. Da führte sie auch 6-5. Farina Elia servierte und kassierte das Break. Schauen wir mal, was die nächsten 10 Minuten bringen. Mittlerweile 1 Stunde 40 Minuten gespielt. Das ist aber fast der Durchschnitt, den Farina Elia bislang absolviert hat. 1 Stunde 44 in den 5 Begegnungen zuvor. Also überhaupt kein Problem. Für die 32-Jährige. Davenport war im Schnitt 1 Stunde 4 auf dem Platz. Aus der Position, nur aus dem Arm und dem Handgelenk gespielt. Tolle Koordination. Da haben wir es nochmal. Sie wusste genau, dass wenn Davenport den Smash spielen wird in Crosscourt, der ist einfacher, viel mehr Winkel, als ihn dort Longline zu spielen. Also bleibt sie stehen. Das ist die Erfahrung einer 32-Jährigen. Ist sie erstmalig im Ranking geführt worden. Da war sie zum Ende der Saison die 438 und dann ging es stetig nach vorn. Bestes Ranking die 11. Im Sommer 2002 war das. Davenport erstmalig im Computer geführt 1991 als Nummer 339. Wohlgemerkt immer zum Ende der Saison gerechnet. Erstmalig 98, dann die Nummer 1. Oktober war es. Im Augenblick ist sie dort wieder. Und wenn man überlegt, wie die Spitze, wie dicht die beieinander zusammenhängt, wie viele Spielerinnen dort eine Möglichkeit haben, bewundernswert. Das Spiel geht an Lindsay Davenport. Denken alle, sagen alle. Steve Ulrich bittet nun die Linienrichterin und sagt, wo ist der Abdruck? Schönes Kameraspiel. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Also, es ist gut und schön, wenn wir auf Sand spielen, dass wir Abdrücke haben. Aber man muss auch den richtigen finden.
Und Ulrich war sich nicht sicher, gerade auf dem Weg runter. Mit dem Lauf zur Linie kann man den verlieren. Alles korrekt. Ja, steht die Entscheidung an hier im ersten Finale der Sandplatz-Saison 2005. Es ist der Auftakt, traditionell auf Emilia Island. Die Italienerin Silvia Farina Elia, 32 Jahre alt, die Nummer 24, serviert bei 5-7-5-6 gegen die Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin Lindsay Davenport. Klar, wird sie hier alles versuchen, denn aus ihrer Sicht wird ja kein Nachteil entstehen. Passen die Bälle, macht sie das Spiel und gewinnt das Match. Passt es nicht, geht in den Tiebreak. Davenport sagt nein, kreist den Ball ein, Ulrich unten. Und an dem Beifall kann man erkennen, wird ausgegeben. Dritter Doppelfehler der Italienerin. Und das hier bei 5-6 im zweiten. Eieiei. Gute Länge, mutig. Es ist genau die Situation wie im ersten. Es ist unfassbar. Auch dort stand es 30 beide. Und dann gab es den Breakball. Da war es der Satzball. Jetzt ist der Breakball der Matchball. Davenport läuft, macht nicht den Punkt. Groß gespielt von der 32-Jährigen. Unglaublicher Ballwechsel. Davenport unglaublich schnell in diesem Fall. Denn der Ball mit Unterschnitt auf der Rückhand von Farina Elia, der ist so großartig. Ist mir viel zu wenig gespielt worden heute. Der Ball ist flach, ist tief. Aber Davenport kann es alles korrigieren, hat Matchball Nummer 2. Satz und Sieg, Davenport. Und schauen Sie sich diese Freude an. 7-5, 7-5, eine Stunde und 50 Minuten im Finale zu Emilia Island gegen Silvia Farina Elia. Die Titelverteidigerin holt sich ihren dritten Triumph hier auf Emilia Island.
Zunächst 97, damals im Finale gegen Marie Pierce, im vergangenen Jahr gegen Morismo und nun in der Gegenwart gegen Silvia Farina Eli aus Italien, 7-5, 7-5. Sicherlich nicht immer ein hochklassiges, aber ein interessantes, in vielen Phasen sehr ausgeglichenes Endspiel, das wir hier erlebt haben. Das hat echt Spaß gemacht. Und die 32-Jährige hat das bestätigt, was sie in den Runden zuvor mit den Siegen über Schnieder, über Williams, über Razzano gezeigt hat. Die Siegerin heißt aber Davenport. Ja, für die Amerikanerin ist es Titel Nummer 47 der Karriere in ihrem 832. Spiel. Unfassbare Daten. Sie erreicht 1 Million US-Dollar an Preisgeld schon in dieser Saison 2005 und wir haben erst mal ein Vierteljahr rum. Also, tolle Zahlen, aber auch für Silvia Farina Elia bleibt die Erkenntnis, dass sie eine prima Woche gespielt hat, dass die Vorbereitung und das Schedule, das sie sich selbst auferlegt hat, sehr, sehr gut war. Hat eine gute Saison zu Beginn gespielt, Gold Coast, Halbfinale, Viertelfinale, Canberra, Paris, dann die Pause, hier das Endspiel. Das war's für heute vom Tennis. Carsten Linke sagt Danke und wünscht einen schönen Abend. Machen Sie es gut.